Jetzt hört mal auf, so viel zu schreiben. Muss ich alles nachholen? Das ist anstrengend. Guten Abend. Kann man mich hören? Ja, ne? Ich glaube, ja. <laughs> Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, freut mich, euch zu sehen an diesem wunderbaren Montag. Gut, so, so wunderbar ist es jetzt auch nicht. Aber es ist ganz akzeptabel. Findet ihr nicht auch? Ich finde den Montag akzeptabel. So, man hört mich nicht. Nee, kann gar nicht sein. Sebastian hat mir geantwortet. Lena, schön, dass du da bist. Warum? Wow. Könnt ihr mir kurz eine Frage beantworten? War ich schon immer so dicht an der Kamera dran? Komme mir gerade ziemlich... Also ich habe das Bedürfnis, ein bisschen zurückzugehen. Ja? Das ist immer so gewesen? Mein Kopf schon immer so groß? Okay, komisch. Vielleicht, vielleicht ist das auch nur. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist, es ist super komisch. Regie haben wir nicht. Dann komme nicht so leicht ich habe Angst vor dir. So. Ja. Ja. Ich habe. Ich habe ähm, ich hab Neuigkeiten. Ja. Ich habe Neuigkeiten. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr nur hier wegen dem PS5-Gewinnspiel. Das findet dann später statt. Ihr dürft gerne einfach euren View da lassen. Mach mal irgendwann. Ähm, genau, ich möchte jetzt erstmal alle begrüßen. <laughs> Und mich einmal entschuldigen, dass ich nicht im Anzug streame. Ich besitze keinen Anzug. Ich, ähm, ich hatte ein Hemd an. Und das Foto auf dem Discord, falls es euch interessiert. So, wen haben wir denn alles hier? Lena, guten Abend. Schön, dass du da bist. Kerstin, guten Abend. Schön, dass du da bist. Lena, zwei, schön, dass du da bist. <laughs> äh, Melissa, guten Abend. Guten Abend, Anna. Ähm, André, guten Abend. André, vielen lieben Dank für drei Monate Sub. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, vielleicht lohnt sich das Sub mal wieder, ne? Wer weiß das schon? Ich weiß es. Komm gleich drauf zu sprechen. Ähm, Anni, guten Abend. Flourish, guten Abend. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, äh, Julia. Guten Abend, Mayra. Mayra, äh, du hast heute Geburtstag, oder? Kann das sein? Ja. Genau, das war heute. Das ist schon so lange her, heute Morgen, wo ich geschrieben habe. Fühlt sich einfach an wie ein anderer Tag. Äh, Mayra, alles Gute. Ähm, auch nochmal hier von mir. Zum Geburtstag. Wie alt bist du geworden? 17? 18? 17. <laughs> äh, süße 17, ne? Wenn ich nochmal 17 sein könnte. Naja. Tinker äh, tinker schön, dass du da bist, schön dich zu sehen. Ähm, wen haben wir noch? Jane. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ähm, dann haben wir alle, oder? Ich glaube. Yoshi, guten Abend. Schön auch dich zu sehen. Und. Könnt ihr mal aufhören? Das finde ich super, super unhöflich, während ich hier gerade rede und alle Menschen begrüße, dass ihr hier irgendwelche Töne abspielt. Ähm. Starker Bauer 83, guten Abend, schön, dass du da bist. Und Johnny unterstrich 99, schön, dich zu sehen. Guten Abend. So, jetzt haben wir, nein, Micha, guten Abend. <laughs> schön, dass du auch da bist. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Ähm, Lena, Dankeschön für 20 Monate. Zap, vielen lieben Dank. Und Julia, danke dir für dein Gift-Zap an Mayra, Mayra, du musst nie wieder Werbung hier gucken für einen kompletten Monat. Ähm, das ist dein Geburtstagsgeschenk für die nächsten acht Jahre. Mal gucken, ne? War das nicht so, ab 18 kriegt man nichts mehr geschenkt, oder? Das ist bei euch auch so gewesen. Außer halt vom, vom Partner, Schrägstrich Partnerin. Vielleicht auch beides, wer weiß, wie ihr drauf seid. weiß ja nie, ne? So, ähm, Sven, auch gut. Sven, guten Abend. Herzlich willkommen. Jetzt, wo ich deinen Vornamen weiß, ne, ist ein, eine komplett andere Welt. Oh, Mod-Kommentare? Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der geteilten Mod-Kommentare an. Oh, Mods. Ihr könnt jetzt Kommentare zu den Menschen hier dalassen. Krass, ist ja richtig. Ist ja, wusstet ihr das schon? Ist ja richtig abgesprochen hier jetzt, ne? Das heißt, wenn irgendein Nutzer so, so verdächtig ist, dann könnt ihr draufschreiben, schreiben, ähm, schon immer? Ich sehe es zum ersten Mal. Sogar bei dir. Oh, bei dir ist sogar ein Mod-Kommentar. Klaut anderen die Jobs. Tobi. Was? <laughs> Tobi hat bei Lena ein. Am 8.5.2013. Ich sehe es jetzt erst. Ich habe viereinhalb Monate Delay. laut anderen die Jobs. Hä? Lena macht doch gar nichts. Also halt wirklich nicht. Schauen wir bei Jenny und ja, Wie bei mir? Kann ich auch bei mir gucken? Mod-Kommentare? Ich habe auch einen Mod-Kommentar. Und der Fratze am Ende bekomme ich Albträume. 11.03.2023. Ich glaube, Albträume schreibt man mit B. Ich ähm, glaube, das hat nichts mit den Alpen zu tun. Aber ja, schön. <laughs> Gut, äh, dann haben wir das auch geklärt, ne? Wundervoll. Jenny hat geile. Sehe ich nicht, weil Jenny ist nie hier. Jenny ist ein Phantom. Ich kann nicht äh, auf, auf ihren Nutzernamen zu... Zugreifen. Nein, ihr Lieben, wir reden jetzt erstmal darüber, wie es euch geht. Denn ich kriege gerade eine Nachricht von der Regie, ja, dass die Umfrage bereit ist. Wie es euch geht von einer Skala. Auf einer Skala von 1 bis 10, so rum genau. Die startet nämlich genau exakt. Jetzt. Noch nicht, weil die sind noch in Arbeit. Regie. Toby zockt doch. Ja, natürlich zockt er gerade, aber ich dachte, er hätte wenigstens die, die Umfrage vorbereitet. Ich habe das bei ihm einer, äh, ich glaube, 40 Minuten vorher angekündigt, dass ich streame. Sowohl Albtraum als auch Albtraum ist kor korrekt. Echt. Aber Albtraum war, glaube ich, also B war, glaube ich... Ähm, vorher, oder? Und P ist wahrscheinlich so, dass es alle falsch geschrieben haben und dass es dann einfach mit mit reingenommen wurde in den Duden. Tobi, vielen lieben Dank für 13 Monate Prime Sub. Dankeschön. Danke für deine Unterstützung, Minion. Hast du dann auch die Umfrage vorbereitet? Ist sie auch da? Oder schippert die irgendwo noch noch herum. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Jetzt sagst du nein. Nein. Du bist auf bist du schwanger, Lena? Ich hab's gleich gewusst. Ich habe es gleich erkannt eine den Stimmungsschwankungen. Lena ist schwanger. Können wir ihr gratulieren? Lena, ich wünsch dir von Herzen alles Gute. Also euch beiden. Oder sollte ich eher sagen, euch dreien, weil du Zwillinge kriegst? Du weißt es noch nicht, aber ich weiß es. Taylor Swift Meeting Creed geworden? Nee, das würde ich euch gar nicht erzählen. <laughs> Bitte hör auf das Denken im Moment wirklich alle, dass du Zwillinge kriegst? Bist du schwanger oder nicht? Und warum denken alle, dass du schwanger wärst? Oho. <laughs> Nein, ich hoffe, es geht dir gut, Lena, ne? Rolf, guten Abend, schön, dass du da bist. So, die Umfrage ist da. Die Regie hat es endlich geschafft mit nur 45 Minuten Verspätung. Ähm, stimmt gerne ab auf einer Skala von 1 bis 10, wie es euch heute geht. Mir geht es eher so sechs heute, weil ich eine Umfrage gesehen habe vom ZDF-Politbarometer, Ballometer, Barometer, Barometer ähm, wo, wo die die Frage gestellt haben, ich will jetzt eigentlich hier nicht politisch machen, ne, aber lasst euch das mal auf die Zunge zergehen, weil das ist, na gut, eigentlich ist es traurig. Ähm, ne, wenn nächsten Sonntag äh, die, die Bundestagswahl wäre. Das würden sie wählen und da kam raus 21 Prozent wird AfD wählen. 21 fucking Prozent. Zweitstärkste Kraft CDU 26 Prozent. Ich glaube das ist das tiefste Ergebnis dann und das höchste Ergebnis für die AfD. Das ist absolut traurig und ich sag's euch: Wenn die AfD jemals in eine Regierung kommen würde, dann werde ich gucken, wo man noch leben könnte. <laughs> irgendwo im Ausland im Exil. So, beste Regie. Absolut, ja. Mit ein bisschen Verspätung. Österreich ist schwierig, ist, ist eigentlich schon von einer Liste runter. <laughs> ähm, die, haben, die haben auch Probleme, ne? <laughs> Norwegen ist ein schönes. Wort. Die Sprache halt, ne? Ich denke mir halt, die Sprache muss auch passen. Ich fände ja UK richtig gut, aber <laughs> dank jüngster Ereignisse kann man da auch nicht mehr hin. Vielleicht doch Nordkorea. Mal gucken. Dann waren die ganzen Nordkorea-Dokus wenigstens nicht umsonst. So, heute ist es sehr ausgeglichen. Die meisten gehen auf eher gut. Das freut mich. Rumänien hat zum Beispiel extrem viel besseres Internet. Ja, gut, ne? Aber sonst. Hm. Mm. Hm. Mm. Dänemark ist mir zu klein. Ist mir zu klein. Jeder hat extra, F Das stimmt, ja. <laughs> so, wir haben aber heute gutes Internet hier im, im Stream, muss ich sagen. Also, Vodafone wieder top, ne? Absolut. Bester Provider überhaupt. Gut, die meisten gehen auf eher gut. Vier Leute eher schlecht, vier Leute okay. Also es ist ziemlich ausgeglichen heute. Insgesamt okay. So. Arthur, guten Abend und Skyline, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Skyline, du hast eine neue Farbe. Du bist nämlich eigentlich Alex, oder? Ich glaube, du bist Alex. <laughs> und ich merke gerade, dass ich mir wohl auch Farben merke. Also Farben mit Namen verknüpfe, das ist ganz gefährlich. Du müsstest Alex sein, oder? Sag bitte ja. Geht drunter und drüber hier, absolutes Chaos. Aber Arthur ist wenigstens Arthur geblieben, das freut mich. So, wir müssen auswandern, absolut. Ähm, packst du alle die Lieferungen des Online-Shops selbst? Hm, nein, ich habe deine selbst gepackt, ja. Ich hoffe, es ist alles heil geblieben. Als nicht. Ähm, sag mir Bescheid, dann können wir es auch neu rausschicken. Fragst du, weil irgendwas kaputt gegangen ist, oder? Ich habe es wirklich liebevoll verpackt. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Sag doch noch zehnmal Alex, damit der Echo dort noch zehnmal sagt, dass er das nicht versteht. Wenn der schon bei Alex reagiert, dann ist es wirklich nicht mein Problem. Alles gut mit der Lieferung. Okay, gut. Warte mich. Wenn du jetzt noch wüsstest, wie Mod-Kommentare funktionieren, könntest du einfach die Namen daneben schreiben, die du so... Oh. Nee, das will ich aber nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Mache ich nicht. <laughs> Meine 55 Zoll ist verboten. Alles über 28 Zoll ist verboten. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob Skyline Alex ist. Wenn es nie erfahren. Alexa, bestell 10 Packungen Klopapier. Fünf ich. Mit Mandelduft. Bist nicht Alex. What? Wer bist du dann? Wer war Alex? Ich habe die Sprache... Ja, ich weiß. <laughs> Ach ja. Gut, dass wir ein Widerrufsrecht in Deutschland haben, ne? <laughs> Selber schuld, wenn ihr mit Lautsprecher hört. Und vor allem, wer, wer hat Sprachbestellung an? Wer hat bitte Sprachbestellung an? Das ist das Blödeste überhaupt. <laughs> Das werde ich nicht vorlesen, Kerstin. <laughs> Ach, göttlich. Gut, dass ich den Einkauf nochmal zusammenfasse und auf eine Bestätigung wartet. Hätte ich nochmal Ja sagen müssen, oder? Schade. Ich habe schon ein samstag gekauft, war alles aufgebaut gewesen und keine Rolle mehr. Reserve, Oha. Risikoreich. Ich wüsste auch nicht, dass ich hier schon mal einen, meinen echten Namen preisgegeben hätte. Hm. Vielleicht kommt der, der richtige Alex ja noch später vorbei. Dann ist es wahrscheinlich deswegen. Die hieß auch irgendwas mit... Verarschst du mich? Habe ich jetzt die Neuigkeiten... Nein, ich äh, strecke diesen Stream auf 50 Minuten. <laughs> Kannst du bitte sagen, was du sagen wolltest, damit Lena schlafen gehen kann? Nein, äh, es ist auch eigentlich nichts, nichts ähm, weltbewegendes. Ich wollte euch einfach nur Bescheid geben, dass dass ich mich erholen konnte, dass ich mich immer noch erhole und dass ich das, es ähm, gut finde. Und dass ich euch sagen kann, dass es jetzt dann bald wieder regelmäßig Streams geben wird. Ja. Also freut euch, freut euch nicht. Ähm, auf jeden Fall wollte ich euch das nur kurz sagen. Schade, ja, finde ich auch. actually auch entspannend das freut mich ja das freut mich Danke schön freut mich, dass es dich freut Danke. Äh, Nika schön dass du da bist guten Abend und zwei gute Nachrichten. Wieso zwei Lena ist nicht schwanger, glaube ich. ich dachte jetzt kommt jetzt kommt etwas was dein Leben gravierend verändert wird warum denkt ihr immer dass ich heiraten werde? Nein. Und wenn, dann wäre auch nur ähm, Inga eingeladen. Nur der engste Verwandtenkreis. Also Nori. Und Inga. Bedeutet, das, dass man auch einen besseren Zugang zu der hat? Äh, weiß ich nicht. Kann, kann sein, ja, aber ähm, <laughs> müssen wir dann gucken, ne? Dankeschön. Dankeschön. Hast du das selber gestern. Nein, habe ich nicht. Habe ich? Dass es dir besser geht und. Also, okay, mm -hmm, vielen Dank. Dankeschön. Das verletzt mich, dass äh, du nicht eingeladen bist. Wer möchte denn alles eingeladen werden? Können wir eine Umfrage machen, wer von euch eingeladen werden wollen würde? zu meiner Hochzeit. Hast du eigentlich nach meinem Corridor geschaut? Ich vermisse es. Oh mein Gott, Lena, wirklich. <laughs> Soll ich nach diesem scheiß Pokémon gucken? Ich weiß nicht mal, ob ich das Spiel hier drin habe. Ich weiß nicht mal, ob ich das Spiel überhaupt noch habe. Oh mein Gott. Warte, ich muss gucken. Ist ein Spiel drin? Es ist Mario Kart. Tja, du bist verloren. Ähm, muss ich später gucken? Und mit später meine ich Oktober. Ich weiß, dass du mir einiges geschickt hast, aber ich weiß nicht, ob es das ist, war. Ich verklage dich, okay, versuch das, das durchzukriegen. Ich nicht, würde mich so für euch freuen, aber dabei sein sollten eure Liebsten. Ja, Norim. So, also stimmt ab, ich persönlich würde nicht zu meiner Hochzeit eingeladen werden wollen. Möchte nur eingeladen sein, wenn Nika auch eingeladen ist. Aber sie will ja nicht. Vertrete no. denjenigen, der mehr bietet. Wow. So funktionieren Anwälte. Du bist Lukas damit weh. Ist es dir das wert? Was? Wenn ich nichts tue, tue ich ihm weh? Lena, im Prinzip ist es deine Schuld und du versuchst die Verantwortung auf mich abzuwälzen. Das funktioniert bei mir nicht weil es einfach deine Schuld ist. Du hättest damals langfristig denken müssen und dir denken müssen, hey, vielleicht kann ich dieses, dieses blöde Vieh noch, äh, noch gebrauchen. Ähm, ich sollte es behalten. Weißt du, wie ich meine? Denn ich habe im Kopf, dass ich dir bei jedem deiner Pokémon gesagt habe, möchtest du es wieder haben? Und wahrscheinlich hast du gesagt, nein, das kannst du behalten. Es wird geklaut. Okay, wie? <laughs> Tati, guten Abend. Schön, dass du da bist. Du möchtest du auf deiner eigenen Hochzeit nicht dabei sein? Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Ja, ne, ist doof. Ich würde zum Essen kommen. Zum Essen würde ich kommen, aber sonst weiß ich nicht. Ne? So eine Videobotschaft reicht doch auch. So, ja, ich will und gut ist. Oder? Ich will eingeladen werden, komme dann aber nicht. Und oh, das sind mir die Liebsten. Das finde ich wirklich sympathisch. <laughs> also 53% sagen ja. Gäbe es Käse-Sahne dort, aber sowas von, gäbe es die Käse-Sahne dort. Absolut. Verschickst du dein Stück Torte bitte? Nein. Sollte schon zum Ja da sein, du musst unterschreiben. Kann es nicht auch im Auftrag gemacht werden? Schreib ihn einfach IA vor und dann passt das doch, oder? Sag das Zauberwort und du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Osela Sailor Moon, okay. Ja, nee, dann bist du nicht eingeladen. Die <laughs> nee, Trauzeugen müssen ja. Trauzeugen müssen unterschreiben? Ist das so? Ich dachte, die, ähm, Bewahren bloß die Ringe auf und bringen die dann dahin. Die müssen auch. Haben die wirklich eine richtige Funktion? Formell? Krass, das wusste ich nicht. Und das wusstet ihr natürlich alle wieder, ne? <laughs> die müssen ihre Erlaubnis geben. Ä äh. Es gibt nur sehr wenige Amtshandlungen, die nicht im Auftrag durchgeführt werden können. Hochzeit ist einer davon. Ach, schade. Es wäre wirklich interessant, darf man mit einer Vollmacht oder ähnliches beim Standesamt für jemanden unterschreiben? Mit einer Generalvollmacht? Geht das? Ich selber schon Trauzeuge, Oh, wie süß. Ich nicht. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ich würde mich krank melden. Generalvollmacht. Ehepartnerkosten. Okay. Ich glaube, bei Hochzeit muss man für sich da sein. Hm. Du musst nicht submission? Was? Ist das deine Autokorrektur oder? Oder was möchtest du uns damit sagen? wenn man Trauzeugen heißt es eigentlich Trauzeugen oder Trautzeugen ich habe bis heute nicht gegoogelt ich weiß es tatsächlich nicht wahrscheinlich Trauzeugen oder also ohne T Trau Okay. ich habe irgendwie beides gehört und gelesen die Trauung ja logisch eigentlich ne keine Trautung <laughs> Du musst keine Trauzeugen haben wenn dann müssen sie nur schreiben okay okay das ist gut. Ja, ich hätte keine. Ich bin ehrlich, ich wüsste auch nicht, wer das sein sollte. Ähm. Weiß nicht, darf das ein Hund machen? Oder muss es eine natürliche Person sein? Jenny? Bei natürlicher Person fällt Jenny raus. Zumindest mit der Haarfarbe. Barry, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Schön, dich wiederzusehen. Wir haben seit gestern oder vorgestern eine äh, zugelaufene Katze hier. Also zugelaufen. Die hängt hier auf, auf der Terrasse und sitzt immer direkt äh, vor dem Terrassenfenster hier, direkt neben mir. Und äh, guckt hier rein und, und miaut nachts und abends und morgens. Und Barney hockt auch immer hier auf der anderen Seite von dem Fenster und ist und, äh, sehr gespannt. Was, was diese andere Katze macht. Darf eure Katze nicht zur Hochzeit? Nein. Also wenn, ähm, wenn wir heiraten sollten und Barney mitkommt, dann sage ich nein. Dann gibt es von mir kein Ja, ich will. Nein. Soll eine katzenfreie Hochzeit werden. Lass sie doch rein, die macht bestimmt nichts. Die vielleicht nicht, aber Barney... Wie die hängt. Die hängt hier ab, meine ich. Die hängt doch nirgendwo. Was spinnt die hier? <laughs> die sitzt hier immer vorm Fenster. Ich hab doch nicht gesagt, die hängt auf der. Ja, die chillt da halt, meine ich. Also von abhängen. Nicht irgendwo runterhängen. Was denkt ihr wieder? Bin meiner Trauzeugin heute noch böse, dass sie es zugelassen hat? Die Ehe oder dass du Trauzeugin bist? Was? Ach so. Ah, äh, deiner Trauzeugin. Also, dass, dass sie deine Ehe zugelassen hat. Damals? Also, bist du mittlerweile geschieden? Oder wie sieht es da aus bei dir? Oder bist du immer noch in der Ehe? Gott, ich hoffe nicht. Auf <laughs> wie viel Grad lässt du sie rein? Minus fünf. Hatte heute einen sehr stressigen Arbeitstag, war elf Stunden vor Ort. Das ist sehr viel. Ich hoffe, du kriegst da einen zeitlichen Ausgleich. Katzen sind beste? Nein, das ist fake. Oh, sie miaut wieder. Oh. Ich kann nichts machen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Ich weiß nicht, ich, ich, ich versuch's, aber ähm, ich weiß nicht, ob die App funktioniert. Sie sitzt vor der Tür, schaut hier rein und, und, äh, und miaut. Wartet mal. Ich probier's, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich sehe sie nicht mehr. Wir können es sonst auch nochmal ausprobieren, wenn die äh, wieder da ist. Gib mir doch was zu essen. Ah, habe ich vorhin. Ich habe ja ähm, ein kleines Schälchen, ein kleines Gläschen mit, ähm, mit Trockenfutter hingestellt. Hat sie auch gefressen. also Das, das machte sie. Keine Ahnung, es funktioniert nicht. Ich würde niemals grundlos fremde Katzen füttern. Die sitzt stundenlang hier vor der Tür und heult. Lena. Ich weiß halt nicht, was sie will. Und die Katze war hier noch nie. Und ich denke mir halt, vielleicht ist sie irgendwo ausgebüxt oder so. Wir haben auch schon bei Tasso geschaut. Wir haben auch schon. Ähm, bei der örtlichen Facebook-Gruppe geschaut, weil da immer alles steht eigentlich. Ähm, gestreichelt werden will sie nicht. Ich war draußen. Die ist ziemlich scheu und faucht. Ähm, die ist halt ziemlich ängstlich. Ich weiß nicht, was die jetzt schon erlebt hat. Aber ich will die halt auch nicht verhungern lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte auch nicht machen. Eure Katze rollig? Nee, die sind alle... Äh, ne? Die riecht eine Katze. Ich weiß es nicht. Geschnappt und zum Tierarzt. Sie haben ja Chips im Nacken, wenn sie wohl Familie hat. Ich will nicht von der gekratzt werden und dann irgendwie ähm, Krankheiten kriegen. So dieses eine. Ähm, war das Tetanus? Nee. Was war das? Tollwut ah, einerseits und und das andere, was, was kommen kann, wenn du dich irgendwo schneidest oder sowas urplötzlich kommt. Wie heißt das? Es kann auch tödlich sein. Wurde heute gegen Tetanus geimpft? Oha. Ist das schon Tetanus? Okay, ja. Es ist Gruselig, wenn da plötzlich so eine Katze. Im Dunkeln vor dem Fenster hockt und einen anschaut. Bitte zum Tierarzt. Ja, ich kann es versuchen, aber ich weiß halt nicht, ob das vielleicht auch irgendwie eine Nachbarin gehört oder so. Habe ich ähm, gesagt, Kerstin, wir haben bei Tasso geguckt, ob die als vermisst gemeldet wurde und bei, äh, bei der örtlichen Facebook-Gruppe. Das habe ich schon. Niemand vermisst eine Katze. Also die Katze, die so aussieht. Jetzt haben wir vorhin geschaut. Weißt bis ich mal gelernt habe, dass es keine Nuss von irgendeinem Täter ist? Mhm. Die Täter, Nuss, ne? Kann der Tierarzt rausfinden, wenn sie gechippt ist? Nimmt zur Not Ofenhandschuhe oder eine Decke zum Einfangen. Oh je. Ist das nicht Entführung oder so? Wenn ich die jetzt einfach mitnehme, jetzt mal ernsthaft, was ist, wenn wenn gerade dann die Besitzer das irgendwie ähm, mitkriegen und uns anzeigen? Voll Angst vor Anzeigen, will ich echt nicht. Aber Nachbarn klingeln und fragen. Die direkte Nachbarin weiß es auch nicht. Meine Katzenentführung. Ja, ich, meine, ich bin ja eh schon Katzenhasser. Was wird dann über mich erzählt? <laughs> Wo ich diese Katze dann äh, hingebracht habe. Das geht doch nicht. Ich kann höchstens als Diebstahl durchgehen. Aufgrund der Vorgeschichte würde das aber nicht verfolgt werden. Ja, denkst du. Eine Ahnung. Ich bin halt halber Ausländer, ne? Da bist du gleich in der, in der Schublade drin, weißt du? Du erschießt Katzen mit Namen wie Gronk? Das verstehe ich nicht. Ich einen Zettel auf. Meinst du, die Katze kann das lesen? Achso, du meinst für die Nachbarn. Ähm, auch die Nachbarn können das nicht lesen. Die sind Alter. Ich glaube, niemand wird böse sein, wenn, das, wenn du das Tier zum Doc bringst, um die Familie zu finden. Ah. Vielleicht ist auch so eine Bauernhofkatze oder so. Ich weiß es doch nicht. Mal gucken, ob die morgen noch, noch hier sein wird. Und dann kann man ja mal beim Tierarzt anrufen und danach fragen. Ja. Die letzten Wochen keine Best of Twitch-Clips. Tatsächlich ähm, kann ich dir sagen, dass ich Best of Twitch-Clips so gut wie noch nie geschaut habe. Und auch deswegen nicht äh, in den letzten Wochen. Nein. Es ist nicht nicht sehr weit oben auf meiner Liste, was ich so, was ich so jeden Tag gucke. nein, nein. Aber du scheinbar schon, ne? Also aus dem Norden, da unten im Süden Deutschlands. Dort Nein, weil ich halber Türke bin. Ich werde manchmal schon gefragt, ob ich Deutsch spreche. Weiß es selbst nicht, aber <laughs> es scheint Deutsch zu sein, was ich spreche. Warum geht jetzt die Kamera nicht? Das ist doch blöd. Muss ich noch irgendwas aktivieren oder so? Warte mal, wenn ich jetzt hier dieses Videoaufnahme-Dingens mache, kommt dann was? Hallo? Kommt was? Nee, ne? Eigenschaften? Kamera von iPhone? Ja. Ach, ich brauche die App ja gar nicht mehr. Das müsste ja jetzt auch so gehen, stimmt. In dem Schlafmodus vielleicht. Sprichst besser Deutsch als die Deutschen in Berlin? Ist das so? Kennt kaum Berliner. Herr, aber Tarnis spricht auch gut Deutsch. Der Katze und Grund war wochenlang Thema. Ja, auf Twitter oder so, ne? Ich bin nicht auf Twitter. Hat er wieder einen Shitstorm bekommen oder was? Mal eine Katze gefunden, zum Doc gebracht und dann gehörte sie zu einem fünfjährigen Mädchen, welches am anderen Ende der Stadt gewohnt hat. Oha, krass. Inga, schön, dass du da bist. Du warst vorhin schon Thema. Ich habe dich auch hier nochmal offiziell zu meiner Hochzeit eingeladen. Bin mal im Lurk weiter, Shining Gretchen. <laughs> Alles klar, viel, viel Erfolg. So, warum funktioniert die Scheiße nicht? Soll denn das jetzt schon wieder? Hier. Schlafen aus. Stromsparmodus aus. Gucken mal. Gucken mal, geht das? Warum war ich Thema? Habe ich gerade gesagt, genau. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Delay. Ähm. Sieht man was? Nee. Äh. Jetzt ist schwarz, sehe ich. Hat die App jetzt Verbindung? Scheinbar nicht. Und so. Huch, ah. Wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild. Schaut mal. Wo ist die Kamera? Da. Also Barney sitzt hier vor dem Terrassendingens und schaut nach draußen. Aber die Katze ist aktuell nicht da. Das ist das, was ich euch zeigen kann. <laughs> der sitzt da die ganze Zeit gespannt. Schöner Boden, nee, der ist eigentlich dreckig. Gott sei Dank sitzt Barney gerade da, wo so ein Fleck auf dem Boden <laughs> Bedeckt schön den Fleck. So. Genau, also falls ich die Katze wieder sehen sollte, falls sie mich creepy anstarrt von draußen, kann ich euch das zeigen. Wo ist Nori? Die liegt da vorne halb tot. Aber das kann ich euch auch nicht zeigen, weil da eine, eine tote Zimmerpflanze ist. <laughs> Sehr ein bisschen traurig. Äh, meine Kauf ist das iPhone 15 Pro Max und die neue Apple Watch bestimmt, oder? Äh, Tanis, ich kann dir sagen, Apple Watch neu kaufen macht für mich gar keinen Sinn. Ähm, ich habe immer noch meine Vierer und das Einzige, was, was ich vermisse, ist das Always-On-Display. Dass ich da trotzdem die Zeit sehen kann. Das wurde mit dem Fünfer damals eingeführt. Auch schon vier, fünf Jahre her. Ne? Ähm, aber tatsächlich sehe ich keinen Grund mir eine neue Apple Watch zu kaufen. Beim iPhone ist es ein bisschen anders. <laughs> bin ich etwas schwächer. Ähm, ich bin hin und her gerissen. Ich hätte es gerne. Ich weiß, ich brauche es nicht. Aber der Gedanke, ich brauche es nicht, ähm, ist im Moment schwächer als der Gedanke, ich will es haben. Genau. Das Einzige, was mich gerade davon abhält, Gott sei Dank, muss man sagen, ist, dass ich es direkt, wo die Vorbestellungen gestartet sind, ähm, Tobi, kauf es. Echt? Tobi, hast du es denn gekauft? Erzähl uns das doch mal. Ähm, das Einzige, was mich davon abhält, ist, dass ich ähm, von den Vorbestellungen her. Das ist halt mega lang nicht erhältlich jetzt. Ne? Also bis, bis Mitte Oktober oder November sogar. Deswegen ähm, denke ich mir so, nö, komm, ich lasse es einfach bleiben. Genau. Also wahrscheinlich werde ich es mir nicht holen. Obwohl ich mir damals geschworen habe, dass ich das iPhone kaufen werde, was dann USB-C haben wird. Da habe ich mir gesagt, das werde ich holen. Aber... Dann kam dieses iPhone hier. Dann kam das iPhone 13 Mini, was ich mir geholt habe. Und das ist eigentlich noch super gut. Das Einzige, was darin wirklich blöd ist, ist der Akku. Ich muss teilweise zweimal pro Tag aufladen und das ist halt echt ein, ist super nervig. Aber eine Titan Solar, und du hast schon über zehn Jahre nach. Nie Batterieladen unterwechseln müssen, das ist sehr gut, ja. Das sind mehrere Monate Essen, die du davon bezahlen kannst. Ja, von einem Haus kannst du dir auch äh, fünf Leben Essen bezahlen. Also ist kein Argument. Da ne? da geht's ja auch nicht, äh, auch nicht darum, was jetzt irgendwie, was man wirklich braucht oder so. Ne? Zeig uns mal, wie dein Schreibtisch aussieht. Ähm, aktuell nein. <lacht> <lacht> Irgendwann. Mein Schreibtisch ist aber tatsächlich relativ leer. Ähm, an sich kann ich euch das schon zeigen ne ist im Prinzip auch nichts drauf also ich, ich weiß nicht was ihr euch jetzt vorstellt ähm, kann man das sehen das ist noch mal eine Tastatur wie das Streaming Setup so aussieht nee aber Warum aktualisiert das nicht? Muss ich irgendwas drücken? Oh, ah ja, okay. Also, das ist aktuell mein Schreibtisch hier. Das war's. Meine Switch, die ich wegen Lena angeschlossen habe. Mein iPad, meine Maus, meine Hand, meine AirPods, mein Wasser, mein, äh, mein Streaming-Dingens da. Blumen, die ich geschenkt bekommen habe. Da, das ist alles. Und die Lichter und die Kamera. mir nee, ist es nicht. Also, es ist wirklich, äh, du meinst ist ja ein iPad, ist ein Mousepad. Ja. Also, nicht spannend, ne? Und halt super klein auch. Also. <laughs> genau. Ich hatte damals einen größeren Schreibtisch. Hast du für eine Brosch? Nein, ich habe, ähm, zu einem bestimmten Tag habe ich äh, Rosen bekommen. Aus dem Rewe. Aber es sind Rosen. <laughs> mein Schreibtisch sieht aus wie ein Mülleimer. Äh, das hasse ich auch. Also, ich kann es wirklich nicht ab. kann nicht hier sitzen und am PC sein, wenn der Schreibtisch wie scheiße aussieht. Also, das kann ich gar nicht. Es muss am besten komplett leer sein. Das ist mir schon äh, zu viel fast. Jahrestag oder eher. <laughs> Bis dann, Inga. Viel Spaß im Lurk. Ich verstehe vollkommen, dass man sich was gönnen will, aber die derzeitigen Handy- und speziell iPhone-Preise finde ich weit weg von gut und böse. Über 1000 Euro für ein Handy, welches man nach kurzer Zeit auch wieder jeden Tag laden muss, bei welchem man den Akku nicht tauschen kann und man die Leistung überhaupt nicht nutzt. Dafür bekommt man einen fetten Gaming-PC, Festival-Tickets, manche haben Mieten in der Höhe. Ähm, ist richtig. Noch einmal, da geht es nicht um das Brauchen. Also gerade wenn du sagst, dass man die Leistung überhaupt nicht nutzt, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, es gibt nur sehr wenige Menschen, die die Leistung wirklich, wirklich nutzen, die das iPhone erbringen kann. Den Akku kann man tauschen, beziehungsweise eher tauschen lassen. Es gibt mittlerweile Gerätschaften, die du dir, dir leihen kannst von, von Apple. Ich weiß nicht, ob das hier auch ist, auf jeden Fall in den USA. Womit du das dann tauschen kannst, ist ein bisschen umständlich und eigentlich total unnötig. Aber man kann den Akku tauschen lassen. Ähm, das machen Mediamarkt und so auch. Also, die haben manchmal sogar Aktionen für 50 Euro, wo du den Akku tauschen lassen, äh, ja, tauschen lassen kannst. Also, es gibt schon Möglichkeiten mit dem Akku. Ähm, iPhones generell, kann ich dir sagen, sind recht langlebig. Äh, fünf Jahre kriegst du Updates. Also, ich glaube, es gab kein iPhone, wo du wirklich keine fünf Jahre Updates bekommen hast. Und selbst dann sind die noch vollkommen normal nutzbar äh, von der Leistung her. Ähm, ja, das ist jetzt speziell für die iPhones, ne? Ich habe ein iPhone 11 Pro, bin also auch nicht voll anti. Ja, es ist ja okay und du hast ja auch recht. Ähm, in einigen Punkten. Ich finde die Preise auch komplett überzogen. Ich war auch überrascht, als ich gesehen habe, dass das Pro 1200 Euro kostet. Ich habe mir gedacht, warum? Also wann, wann sind die Preise so krass gestiegen? Das habe ich nicht mitbekommen irgendwie. Ich habe ja jetzt jahrelang nie, nie wirklich verfolgt, was, was, ähm, was das aktuellste iPhone kostet. Mein letztes war eben das 11 Pro Max, glaube ich. Und dafür habe ich 949 bezahlt damals. Deswegen war ich, <laughs> ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass das 15 Pro Max einfach 1449 Euro kostet. Das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Ähm ja, sehe ich auch nicht gerechtfertigt. Ähm, absolut nicht. Yogi, schön, dass du da bist. Guten Abend. Willkommen zurück. Ist nicht deine erste Nachricht, also warst du schon mal hier, ne? Ja, wie geht's dir? Ah ja, du warst äh, 26.8. hier. Ich kann mich daran erinnern, du warst hier, als wir den, den Namen hier geändert haben, ne? Von, von Sektenmitglieder auf Deep Talker. <laughs> Mediamarkt wollte mal 600 Euro für eine Reparatur von einem iPhone, was komplett, äh, was kaputt war. Ja, klar. Gute Nacht, Meier. laptop -Preise? Absolut, ja. Bei 2027 muss es ja sowieso wieder austauschbare Akkus geben, also ganz unkompliziert für den Endverbraucher durchführbar. Ich hoffe, dass es auch wirklich so durchgesetzt äh, wird und nicht irgendwelche Schlupflöcher da, da bleiben. Also im Moment muss ich sagen, macht die EU, was Elektronik äh, betrifft, wirklich tolle Richtlinien. Und hat jetzt sogar Apple dazu wirklich bekommen auf USB-C zu wechseln das muss man den wirklich hoch anrechnen und das finde ich super super gut und ich hoffe, dass es eben mit der ähm, äh, Reparierbarkeit genauso durchgezogen wird bis dann André danke, dass du hier warst ein schwarzer Tag, What? was für ein schwarzer Tag? wegen der Namensänderung ach ihr spinnt doch bin jetzt ganz gut etwas müde, erster Tag nach Urlaub wieder gearbeitet auf Tagschicht. Ja, der erste Tag ist immer komisch, ne? Ich brauche erstmal wieder so, so zwei, drei Wochen, bis man wieder so, so richtig da ist. Äh, Fairphone, ja, es gibt, ähm, es gibt das Fairphone und ich weiß nicht, ob das das ist, was ich im Kopf habe, was so Module hatte, so quasi so baukastenmäßig, ähm, was du austauschen kannst und auch so Komponenten upgraden kannst. Weiß nicht, ob das das ist, was ich im Kopf habe. Aber auf jeden Fall halt ein sehr gut zu reparierendes äh, Handy. Leider Gottes mit Android, meine ich, finde ich sehr bedauerlich. Zumindest persönlich, ne? Die müssen die Preise so angeben, da sie ja keinen Kabel mehr verkaufen, die Armen. Anheben. Mh. Der Preis, keine Ahnung. Musst du googeln. Weiß es nicht. Aber wer mit Android klarkommt und wer ein, ein, ein nachhaltiges Handy haben möchte, in puncto Langlebigkeit, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall in ähm, was die Reparatur angeht. Funktionsgruppen kannst du tauschen, hab das 2 und schon länger das 3er ja. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch, Lena. Aber da brodelte die Gerüchteküche auch, dass Apple da noch irgendwas dran dreht, also besondere Chips in die. Ja, genau, da hieß es ähm, lange Zeit, dass, dass man spezielle Kabel haben muss, also von, von Apple verkaufte Kabel, damit man die überhaupt nutzen kann. Das hätte ich auch extrem scheiße gefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es einfach nicht gemacht haben, weil sie es nicht begründen können, also nicht wirklich verkaufen können, als etwas Gutes, weil es einfach so oder so absolut scheiße ist. Die haben es ja jetzt aber so gedeichselt, dass die, ähm, die volle Geschwindigkeit beim, beim äh, Pro iPhone zulassen. Was sie natürlich auch äh, für, für einen sehr, sehr geringen Aufpreis äh, hätten bei dem normalen auch machen können. Also, das ist einfach nur eine Masche, damit viele Leute auf das, auf das Pro gehen. Ja, also das finde ich auch sehr traurig eigentlich. Ich bin in den Kabeln gefühlt bei Google Pixel auch so, ich kann trotz Typ C nicht jedes Kabel für mein Handy nutzen. Echt? Okay. Haben das Pro und das normale selbe Gehäuse? Äh nee, das Pro hat einen Titanrahmen. Ähm ansonsten glaube ich relativ ähnlich ja. Es ist halt matt. Bei dem Pro und bei dem äh, normalen ist es, glaube ich, immer noch. Nee, es ist Alu. Es ist Alu, ist auch matt. Nur sieht halt nicht so schick aus. Wer kauft schon Handy in Bar? Meistens, ich habe es tatsächlich damals in Bar gekauft. Meisten am Handy mit Vertrag und nach zwei Jahren holt man sich Neues. Da stellt sich mir für mich nicht die Frage nach Akkutausch. Meine alten Handys kauft Arbeitskollege von mir für seine Familie. Frau oder einer der drei Söhne. Mhm. Ja, Florisch, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Freut mich sehr. Ähm, guckt auf jeden Fall, also als Tipp für euch: Das mit der Vertragsverlängerung ist natürlich immer sehr, sehr einfach und äh, klingt auch immer toll wenn man dann ein Handy kriegt, aber guckt wirklich drauf, dass der monatliche Preis und diese Zuzahlung gerechtfertigt ist. Rechnet euch das immer aus, ähm, was ihr innerhalb von zwei Jahren dafür insgesamt zahlt. Also an Zuzahlung, an ähm, einmaligen Kosten wie Bereitstellungsgebühr oder so, sowas. Ähm, und die monatliche Pauschale. Rechnet immer aus, was ihr dann insgesamt bezahlt. Für, für den Tarif plus Handy. Ich habe das damals auch nur gemacht. Dieses Handy hier ist das erste Handy, was ich ähm, in einem Tarif geholt habe, weil es mit dem Tarif günstiger war, als wenn ich nur das Handy kaufe. Das Handy hat damals 550 gekostet, also hätte neu, und ich habe das mit dem Tarif für 520 bekommen. Und das ist der einzige Grund, warum ich das damals überhaupt gemacht habe. Also vergleicht wirklich immer Preise und, und rechnet euch das auf zwei Jahre hoch, sonst äh, bezahlt ihr da wirklich so unfassbar viel Geld für. So. Genau. Ich wünsche auf jeden Fall alle, äh, allen, die jetzt hier rausgehen, eine gute Nacht. Ich gehe jetzt auch gleich. Ich lade mein Fairphone an einem USB-Ausgang mit niedriger Leistung, da hält der Akku nochmals länger. Das Ultraschnellladen ist in den meisten Fällen einfach. Ja, die sind dann natürlich schon etwas weiter, dass die Akkus das auch aushalten, aber klar, langsamer Laden ist, denke ich, schon langlebiger, ja. Definitiv. Und das kabellose Laden ist übrigens auch äh, schädlicher für den Akku als mit Kabel. Auch wenn es natürlich bequemer ist in den meisten Fällen. So. Das waren wieder Techniktipps. Und, und mit Martin. Ähm, dann bedanke ich mich. Wir sehen uns sehr bald wieder im nächsten Stream. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn wir da wieder ein bisschen Regelmäßigkeit reinkriegen in die ganze Serie. Ne? Ähm, ihr freut euch hoffentlich auch. Es würde mich freuen, wenn ihr euch freuen würdet. Und ähm, ja, gute Nacht. Schlaft schön. Und bis zum nächsten Mal. Ne? wann ist der nächste Stream? Ich will mich nicht festlegen, aber es kann sein, morgen kann sehr gut möglich sein. Ne? Also bis dann, schlaf schön. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Sikowski.